Welcome to our Swiss Film Club. I hope you've enjoyed this month's film program, the wonderful documentary itcha Cometti by Swiss director Susanna Van Zoon. My name is Stefanie Wunderlin. I'm the public diplomacy officer at the Consulate General of Switzerland in Vancouver. Um, today's conversation will be a little bit different, as we are exploring the different Swiss languages in today's film and also in our Swiss Film Club. We have decided to also speak, um, these languages a little bit more in our Q and A's. So today will be in mostly Swiss German and a little bit of Roman. So I hope you'll have fun learning a few new words while getting some more insights on each together with Susanna van Zun. And with this, let's start. Herzlich willkommen, Susanna. Grazie Fitch e grazie Fitch im Butt er per din Interesse wi de Missfilm per gued Discourse im fa plaigerche, guet splets wann er surel mach. Danke vielmal für dir i für de Istig also au uf Retromanisch und Sproche isch wirklich grosses Thema au im Film. Mir chöre alli vier Landessproche, also Romansch, Schwiizerdütsch, Italienisch, Französisch. Was isch für dich d Rolle gsi vo de Sproche in dem Film? Ja gut, wenn die Menschen, die ich interviewe, in ihrer Sprache reden können, in ihrer Muttersprache, dann reden sie anders. Ich probiere immer in der Sprache, wenn möglich, äh, zu reden, wo die Leute, äh, reden und an Ort, wo etwas mit dem Thema zu tun haben. Also, mit der Nelda Maggi Negrini, das letzte Modell von Alberto Giacometti zum Beispiel, habe ich wirklich wollen, äh, in die Beiz, wo sie ursprünglich einmal geschafft hat, äh, das Interview machen. Und dort hat sie natürlich ganz anders geredet, als wenn es bei ihr daheim in der Stube gewesen wäre. Und genau das Gleiche gilt für die Sprache. Und der wow. Zufall zu dass jetzt einfach Französisch, Deutsch, Bregaliat, Italienisch, Schweizer, also Schweizerdeutsch und Romanisch, äh, worden ist. Also Romanisch habe ich mit einem Bergeller geredet, mit dem Giacomo Dolfi, der lebt schon lange in der Schule, ist ein Nachbar von mir und wo ich Schülerin war, bin ich mein Zahnarzt. Und er ist der götti -Bub von Alberto Giacometti. Also, sehr enge Verbindung, auch äh, von dir selber zu der Region und zu der Familie Giacometti. Ähm, und vielleicht kannst du ein bisschen erzählen, was auch deine eigene Verbindung ist zu dieser Familie und zum Künstler Alberto. Ich weiß, du hast schon äh, vor vielen Jahren zum Alberto Giacometti und das hat sich dann immer weiterentwickelt. Vielleicht kannst du es dort ein bisschen mitnehmen auf die Reise. Genau. Das Besondere an diesem Film ist, dass der Fokus aufs Kollektiv. Ich, also ich log die ganze Familie an, die Menschen, wo der Alberto Giacometti umgeht. Er ist die hervorragende Figur in der Familie. Vielleicht ist das Ihnen auch aufgefallen im Titel vom Film, «I, Giacometti, schaffen wir, haben wir extra. Äh, der italienische Titel Knowil ein italienisch sprechend Tal und die i passen sehr gut zum zeigen wie da die verschiedenen Kind gewachsen sind und einer ist eben ich ist, hätte Familie überragt und das ist der Alberto Giacometti. Von ihm kennt man sehr viel, aber man weiß natürlich nicht nicht so gut, wer ihn umgeht. Das habe ich immer wieder erfahren, dass viele Leute auch nicht wissen, dass der Vater selber Maler war. Und mich hat aber das Kollektiv interessiert schon seit jeher. Und vor äh, 24 Jahren habe ich im Hinblick auf den 100-jährigen Geburtstag von Alberto Giacometti ich einen kleinen Dokumentarfilm gemacht für die Television Romance und bin ins Bergell und habe mit Leuten wo die ihn noch persönlich kennen. Und wenige Jahre darauf hat nur noch eine Zeitzeugin gelebt. Alle anderen sind gestorben. Und dort habe ich als Regisseurin gemerkt, wie wichtig dass das ist, dass ich als ähm, Journalistin, Regisseurin äh, Oral History fixieren, einfach erlebt die Geschichte äh, fixieren kann. Und auch jetzt, ich habe sehr viel Interviews gemacht. Die Interviews, auch wenn nur ein Bruchteil im Film vorkommt, die sind nicht verloren. Also das ist ein Schatz. Und die haben als Ausgangspunkt für den Film. Ist das Rohmaterial von vor 24 Jahren war meine Schatzkiste gewesen, die ich konnte öffnen konnte und wo gefunkelt hätte und ich han den mit dem Basismaterial schaffen, wobei jetzt das mal bin ich auch über die Berge nach Paris, ich bin nach Bern, ich bin nach Genf. Ich habe natürlich meine Recherchen über das Tal hinweg ausgewitet und habe überall nochmal genau gleich Zeitzüge gesucht, die die Familienmitglieder persönlich kennt haben. Und ich bin fündig geworden. Und in der Zwischenzeit sind schon drei von den hervorragenden Zeitzeugen gestorben. Ja aber ja. du sprichst es an, du hast es gibt schon viel Archivmaterial aber wenig zu der ganzen Familie und du hast es wirklich geschafft viele Leute mal zu finden die einen Bezug haben zu der Familie wo können Geschichten erzählen können. Ähm, wie hast du die Leute schlussendlich überhaupt gefunden und auch können überzeugen, dass sie mitmachen bei dem Film das, ähm, Im Rahmen von der also zuerst habe ich sehr viel gelesen und nachher bin ich in Archiv recherchiere und weil von der Familie selber niemand mehr lebt, habe ich gewusst, ich muss mich auf andere, ich muss meine Erzählung auf eine andere Basis äh, machen. Also ich habe mit äh, Originalauszügen von Brief und von Aufsätzen, von Texten, wo geschrieben worden sind, von Interviews, wo mal gworden sind. Ich habe wahnsinnig große Recherchen gemacht in dem Bereich. Und dann natürlich eben mit Zeitzeuginnen und Zeitzeugen gesprochen, die gesucht und das ist wie automatisch hat sich das ergeben. Aber eben weil ich im Engadin lebe und schon vor ähm, Jahren im Bergell recherchiert habe, habe ich einen Bezug zum Tal und zu den Menschen, aber auch zum Beispiel zum Herrn Scheidecker in, in Zürich, wo der Fotograf war, wo der Alberto Giacometti auf der 100 note fotografiert hat. Das ist eigentlich der Anfang von dem neuen Projekt, weil seine Partnerin hat mir aglütet und hat gesagt: Susanne, du hast doch einmal noch einen Film machen. Der Ernst wird jetzt 90. Es wäre gut, wenn du jetzt noch kämptisch. Und äh, da bin ich ihr sehr dankbar, weil ich hätte Hemmungen gehabt, auf Vorrat, etwas mit ihm zu machen. Und dann bin ich wirklich schnell gegangen und wir haben ein wirklich schönes Interview gemacht mit ihm. Und äh, ich, ja, das ist ganz toll. Ich bin eben alle die Jahrzehnte seit dem ersten Film mit ihm in Kontakt gsi und so ist denn das ins Rollen und das eine hat das andere RG und ja und in Paris ähm, bin ich auch äh, über Literatur und über Hinweise von Leuten wo die, die Personen kennen mit denen in Kontakt gekommen also ich bin in Paris gewesen, am recherchieren zum Beispiel mit der Sabine Weiss. Äh, Gret, äh, Fotografin und Freundin von der Annette Giacometti und mit der Madame Dele, wo der Diego sehr gut kennt hat und auch ein Buch über die äh, zwei Brüder geschrieben hat. Das ist natürlich sind ganz tolle, tolle Zeitzüge und für mich als äh, Journalistin Regisseurin ist es natürlich sehr sinnstiftend, das es äh, so zu machen. Du hast mir vorhin noch äh, eine schöne Anekdote erzählt von vom einen Kontakt, wo du über, über die chemische Reinigung ähm, <laughs> kennengelernt hast. Kannst du das vielleicht noch erzählen, wie das, wie so überraschende Begegnungen auch passiert sind? Ja. Ähm, eine Frau, die in einem anderen Film von mir vorkommt, hat mich dort getroffen und hat gefragt, was bist du machen? Und dann habe ich gesagt, etwas über die Künstlerfamilie Giacometti, und dann hat sie mir einen Hinweis gegeben. Wo wirklich eine ganz tolle Begegnung zur Folge gehabt Und äh, ich habe in einem Kaffee in der Schule einen Herr getroffen, der in einem Ledermäppli ein Original von Alberto Giacometti dabei gehabt von 1921, das noch nicht erfasst war äh, vor der Fondation. Und das hat mich dann natürlich äh, sehr motiviert, und denkt, ja, vom Alberto ist alles bekannt. Aber nein, wenn man da im Tal lebt und Kontakt mit verschiedenen Leuten hat, dann erfahrt man auch so etwas. Einmal hatte ich das Glück. Gehabt. Und das hat dann eine schöne Konsequenz gehabt für den Film. Mhm. Ein großes Thema im Film, das ja du selber auch erlebst, ist wirklich auch die Landschaft vom Tal, vom Bergell. Es ist ja wirklich eine eindrückliche, schöne Landschaft, aber es wird auch als sehr dunkel, düster, manchmal als, als beengend dargestellt. Vielleicht kannst du auch ein bisschen über, über die Rolle von der Landschaft äh, erzählen im Film, wie du das selber erlebst und was das für eine Rolle hatte, hat, halt auch für, für die Kunst der Giacometti. Also, die Landschaft prägt die Leute. Das ist nicht äh, unbekannt. Das ist es so. Und äh, ähm, man muss dann über die Berge weggehen, um sich noch mehr zu entwickeln. Aber äh, ich glaube, so wie man Kindheit in der Landschaft erlebt, dann ist das eine prägende Sache. Ob es jetzt für mich ist oder für andere Leute, für alle. Und äh, bei den Giacometti ist es nicht anders. Dort ist noch ein Extremsituation, die, dass im Bergell im Winter im Talboden während einer gewissen Zeit keine Sonne äh, scheint. Und das ist die Zeit, wo der Alberto sehr gelebt hat, die Grauzit. Und ähm, die Landschaft habe ich einfach als Element eingebaut im Film, will will sie einfach ähm, ein ruhender Pol ist und will sie den auch der Betrachter in die Welt, von der die Menschen kommen. Ein Einblick gewähren kann, also einen Eindruck. Und sie war schön, dass der Kameramann war so nett, war. er hat mir seine Kamera au und ich habe auch mit meiner Kamera viele Landschaftsaufnahmen gemacht von dramatischen Situationen oder so, schöne Wetterstimmige. also nicht nur Kalenderbilder von schönem Wetter. Und das konnte ich natürlich gut machen, weil ich da war, weil das andere wäre natürlich auch zu teuer geworden. Bis der Kameramann einer da, war, wäre ich mir mein gedient. Von Zürich ist das doch ein Stückchen, wäre wär, wär der Nebel oder die, die, die Sturmsituation schon vorbei oder Schneesituation? Also ich habe vor Ort können, die Landschaftsaufnahme machen. Also einen Teil davon konnte ich äh, da machen. Genau. Also ich denke Landschaft ist etwas Wichtiges. Was ähm, natürlich auch wichtig ist, ist die ganze Malerei. Ähm, ich äh, konnte mit den Gemälden, Skizze und Zeichnungen, wo die in dieser Familie entstanden sind, ihre Geschichte erzählen. Und dank dem können wir so wie ins Innerste der Familie schauen, weil ähm, das, wir ihre Geschichte sehen, so wie sie sie erlebt haben. Also, ich kann eigentlich mit Ihren Augen äh, die Geschichte von ihrer Familie erzählen, indem ich ihre Bilder gemeldet und Skizzenzeichnungen ähm, zeige im Film. Und das ist etwas, wo, mich sehr, äh, wo mir sehr gefallen hat und beeindruckt hat, weil die Malerei und auch die verschiedenen Malereien und Zeichnungen vom Vater als auch vom Sohn, das ist äh, schon etwas sehr Berührendes. Also, und vor allem haben wir auch können Unbekannte Bilder aufnehmen, im Privatarchiv können aufnehmen können, zum Teil ganz kleine Sachen, wo man nachher auf 16 Meter sieht. Also da sieht man die Farb, äh, die Hörchen vom Pinsel, die die Farbe gezogen haben. Und wir haben uns auch sehr bemüht, dass wir eben im Original filmen. Wir waren mit einer Farbkarten unterwegs, gewesen, weil ich habe bei der Recherche gemerkt, dass in einem Katalog ist, zum Beispiel der Rock-Violett von der Annette und in einem anderen Orange und mir ist es sehr wichtig dass die Farben stimmend dass das einfach wirklich korrekt ist und den Eindruck äh, wie, äh, vermittelt wie er tatsächlich wie das Gemälde tatsächlich ist und das ist sehr aufwendig weil wir sind den Bildern nachgereist, also nach Frankreich Genf in Graubünden in den verschiedenen Museen wo ich sehr unterstützt haben und hätten die Aufnahmen können machen. Ganz wenig haben wir Fotos in hoher Auflösung können brauchen, aber das meiste haben wir gefilmt. Das ist mir wichtig, mhm. Also auch wirklich sehr viel Arbeit, also der große Schatz überhaupt mal zu erfassen, wo gar noch nicht alles erfasst ist und dann eben noch mit den Farbkarten, dass er wirklich originalgetreu, das könnte wiedergehen. Also sehr aufwendige Arbeit und der Film hat dann ja auch sehr lange gedauert für die Produktion, also du hast über zwei Jahre lang an dem Film geschafft. Was ist es denn für dich persönlich, was dich an dieser Geschichte so fasziniert hat? Ja, also ich finde die Familie ist wirklich äh, auf eine Art ein Mysterium, dass in dem Bergell so viel, dass das Tal, das Bergtal so viel Künstler hervorbracht hat. Es gibt auch noch andere Künstler im Bergell, wo ausgezeichnet sind. Und ähm, mich hat die Stimmung, wo die dem Familientisch herrscht, hat interessiert. Was was war es, gewesen, wo der Boden geschaffen hat, dass die Leute sich so entwickeln konnten. Denn hat mich natürlich schon auch noch sehr beeindruckt, die Tatsache, dass die, äh, die Mutter, die einzige Nicht-Künstlerin, den Haufen zusammengehalten hat. Weil alle sind sehr unterschiedlich und Toleranz ist so gross. Also sie haben sich gegenseitig gestützt, gefördert, natürlich geliebt, aber auch gehasst. Es ist... In dem Sinn, wie eine normale Familie, wo aber gar nicht normal ist. Aber so, ich glaube, was zwischen den Bildern passiert ist, die stimmig probiere ich auch zwischen den Bildern im Film zu vermitteln. Und ich glaube, dort liegt auch das Geheimnis, dass die auch erwachsenen Söhne noch bis im hohen Alter immer wieder zurück an der gekommen sind und dort gute Moment mit der Familie und mit dem Austausch mit der Mutter den am Schluss äh, erlebt haben. Und ähm, das Thema von der Giacometti, ist also die Familie, die lässt dich auch nicht los. Aber jetzt nicht nach dem großen Film. Du schaffst schon am nächsten Film und zwar es zum Augusto Giacometti, ähm, wo im nächsten Film die Hauptrolle wird sie. Ähm, kannst du ein bisschen über das erzählen? Ja, genau. Also ursprünglich hatte ich vor, Augusto Giacometti auch in dem Film einzubauen, weil ich ihn auch einen wichtigen Künstler finde aus dem Bergell. Aber irgendwann habe ich müssen ich gesehen, dass führt, dass den Charakter so einen kleinen Platz, dass ich lieber ganz auf ihn verzichte und ihm einen ganzen Film widme. Und, äh, Augusto Giacometti, der Meister der Farben, wo ein Vetter zweiten Grades von Giovanni Giacometti war. Er hat auch in Stampe. gelebt und in Zürich, also isch in Stampen aufgewachsen, im gleichen Dorf, wo Giacometti, also Annette Giovanni gelebt hat Also er, ist, er hat er eine fantastische Geschichte von einem Künstler und ähm, unter ganz anderen familiären Verhältnissen und ich denke, also ich bin ziemlich sicher, dass die Geschichte auch sich lohnt zu erzählen und da bin ich dran. Ja, das, da freue ich mich sehr drauf. Da sind wir auch sehr gespannt. Ähm, und wer jetzt nach dem Film noch Lust hat, ein bisschen mehr einzutauchen in die Stimmung des ganzen Films, da gibt es noch wirklich einen tollen Soundtrack, sozusagen die Musik zum Film, wo man auch ähm, online kann hören kann. Die Musik von Hania Rani. Kannst du ein bisschen über die Musik vielleicht erzählen, was für eine Rolle die auch für dich spielt und wo man die Musik findet? Genau. Ähm, wir haben. Äh mit Platzhaltermusik, der Film montiert. Das macht man oft, dass man in einen Rhythmus kommt, nimmt man sowie Konservemusik, die einem gefällt, und mit der schafft man, um die stimmige ähm, äh, zu bauen. Und dann, ja, der Auftrag war eigentlich ein wo der dann leider krank worden ist, er hätte die Arbeit nicht können übernehmen Und der zweite, den ich gefragt habe, hat gesagt, noch ein paar Deck die Geschichte von der Familie Giacometti wirkt einfach zu schwer, das äh, ähm, ist schwierig für ihn, zum die Komposition zu machen. Ich soll doch mit einem alten und erfahrenen Komponist schaffen, wo das stimmt. Und den haben wir am Schnittplatz uns angeschaut und überlegt, ja. Wir machen's anders. Wir fragen eine junge, ähm, Komponistin, und zwar eine, wo wir mit der Platzhaltermusik geschafft haben, wo uns sehr gefallen hat, und das ist Tanja Rani war. Und wir haben ihr geschrieben, und, äh, postwendend ist die Antwort gekommen, sie sei Fan von der Giacom vom Giacometti, vom Alberto, und sie würde das sehr gerne machen, und so ist das jetzt Stand gekommen, und es ist wirklich, ähm, ich habe ihre sehr viel Freiheiten gelassen ähm, äh, und ich gesehen, sie gibt sich total ein. gsi mit also wenn ich uns rede sage ich, mit dem Kötter ist das natürlich ein intensiver Austausch, wie wenn wir ähm, auch diese Ebene bearbeiten. Und ähm, unsere Idee, also meine Idee war Klavier, das passt sehr gut äh, zu dem historischen Fenster, das wir beleuchten. Und ähm, ä, Tanja Rani hat das Spektrum. Sie hat einerseits das klassische Wissen, aber sie macht auch den Schritt in die Moderne und ist sehr ein freier Mensch, was äh, ihre Komposition anbelangt. Ich den dürfen ein Atelier für sie ermöglichen, da im gedien in der Foundation Neiers. Und das ist im Winter aber das Schattenloch. Und die haben ihr gesagt, Schau, es ist einfach Schatten, dort hält es nicht jeder Mensch aus im Winter. Aber sie ist wie im Bergell. Und dann hat sie es gewagt und das hat sie wirklich sehr beeindruckt. Und ich finde ihre Musik ganz toll zum Film. Und äh, ja... Das ist, eine schöne Zusammenarbeit. Und sie hätten im Februar, nachdem der Film fertig war, ist, in sie nochmal gereist und hätte im Atelier von Giovanni und von Alberto Giacometti, äh, den Soundtrack können interpretieren. Bei sehr kalten Temperaturen. Und das findet man, wenn man an Giacometti Hania Rani auf YouTube geht, dann kommt man auf den Schwarz-Weiss-Film, den sie im Februar in Stampen aufgezeichnet hat. Eine wunderschöne Musik zum Entspannen. Wunderbar, dann können wir den Film und die Musik noch besser wirken. Das ist eine sehr tolle Möglichkeit. Gut, danke vielmals, Susanna, dass du dir Zeit genommen hast, um uns ein bisschen mehr zu erzählen zu der Arbeit ähm, von dir zum Film. Und äh, vielen, vielen Dank und viel Erfolg mit den nächsten Projekten. Wir sind sehr gespannt. Grazie e salut sur